Das Internet ist für uns alle Neuland. Wenn ihr jetzt dieses Video anguckt, klickt hier unten auf Abonnieren. Ich brauche eure Abos, ganz, ganz wichtig. Auf geht's. Und worum es in diesem Video geht, ich weiß auch noch nicht, wie ich das nennen werde. Ich glaube, ich nenne das einfach, war das Internet früher besser? Und zwar, was mir jetzt in der letzten Zeit aufgefallen ist und wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist einfach, wir sind ja jetzt heute im Jahr 2019. Wenn man das jetzt mal 10 Jahre oder 15 Jahre in die Vergangenheit geht, also so 2004, war damals die Internetgeschwindigkeit in Deutschland so auf die maximal, sage ich mal, 2 oder 4000er Leitung. Also DSL 2000, 4000 sagt bestimmt noch einigen Leuten was und war natürlich extrem langsam. Jetzt ist die Frage, war das Internet früher besser, als es heute ist? Da bin ich zwiegespalten. Da gibt es ein klares Jein von mir. Das müssen wir in zwei Aspekte auflösen. Der erste Aspekt ist einfach die technische Seite. Das Internet war früher schlechter, definitiv, was die technische Verfügbarkeit angab. Deutschland hängt da immer noch mittlerweile hinterher und es ist einfach peinlich, was wir heutzutage im Jahr 2019 für Internetleitungen haben und was generell an Internet zur Verfügung steht. Um euch da mal einen Vergleich zu geben, Amerika, dort wo die großen Internetkonzerne sitzen, wie Google, Facebook, Amazon und so weiter, die haben große Internetdatenleitungen in 10 Gigabit oder höher, oder beispielsweise der Texaner, also so ein, ich sage jetzt mal, Rinderbauer, der in der Wüste sitzt in Texas, der geht mit seinem Handy mit Satelliteninternet 500 Mbits hoch, 500 Mbits runter, weil die sich da einfach einen riesengroßen Funkmast hinballern und denen die Strahlung halt scheißegal ist. In Deutschland, wenn du nach Brandenburg fährst oder nach Sachsen, hast du das Problem, ist da kein Telekom-Funkmast oder kein Vodafone-Funkmast irgendwo in der Nähe, dann hast du nicht mal 4G. 4G, für jeden, der das kennt hier, LTE-Standard würde ich hier unten nochmal einblenden, sind die Geschwindigkeiten fürs Handy-Internet, die jetzt auch nicht gerade schnell sind und Geschwindigkeiten von 100 bis zu 150 Mbits halt bringen. Warum das Internet jetzt besser ist oder beziehungsweise die Datenleitungen besser sind, ist man einfach der Digitalisierung geschuldet. In Deutschland wurde in den Ende der 2000er oder generell kann man einfach sagen, seitdem Merkel an der Macht ist. Ja, jetzt ist der Merkel-Zug auch abgefahren. Ne? Ja. Ja, danke Merkel. Wurde vergessen, dass es ja neben der Autoindustrie auch weitere Industriezweige gibt. Internet, Medienkonzerne, generell Film und Fernsehen, Medienfernsehen, das wurde alles in Deutschland verschlafen. Da wurde einfach nicht drauf eingegangen, da haben Leute gepennt, einfach mal komplett in der Regierung und haben darauf nicht reagiert. Wenn man das mal überlegt, also es gab ja früher, wenn man mal so die Anfänge mit Internetfernsehen anging, Maxdome sagt vielleicht einem noch was und ja, damals, damit fing das damals, sage ich mal, so an. Neben halt YouTube, was 2004 so richtig anfing, wo man früher dann nur Katzenvideos sehen konnte und heutzutage mittlerweile ja fast alles findet, was ich sehr gut finde, ist es halt so, dass die Qualität oder generell die Internetgeschwindigkeit sich verbessert hat. Zwangsweise aufgrund des Infrastrukturausbaus, der dann aber auch nur ganz, 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 ganz schleppend in Deutschland voranging. Wenn man das halt mit Amerika vergleicht, also wo man jetzt 2008 eine 6000er oder eine 16.000er DSL, also ADSL oder ADSL2 Leitung bekommen hat. Da gab es in Amerika schon 50 Mbit und höher. Ja, einfach nur, weil die gesagt haben, das ist der Zukunftsmarkt, hier investieren wir rein. Da wurde das von der Regierung unter Bush damals noch gepusht und hat sich gereimt. Nee, und auf jeden Fall ist es halt so, dass man, wenn man das halt mit Deutschland vergleicht, wurde hier komplett einfach gepennt. Der Ausbau in Deutschland, welcher ja hauptsächlich über früher Glasfaser Opal 2, falls ihr nicht wisst, was das ist, linke ich euch mal unten den Wikipedia-Artikel rein. Das sind die alten Glasfaserkabel, die noch zu DDR-Zeiten über das deutsche Telefonnetz geliefert worden sind. Die können kaum Daten übertragen. Also das war damals so der Gedanke in der DDR, wie machen wir das im Osten? Im Westen wurde dann nur Kupferkabel verlegt und hauptsächlich natürlich in jeden Haushalt koaxial, also die klassische Fernsehglotze, weil jeder Fernsehen gucken wollte. Ja, kann man halt so sagen, war damals das Ziel der Regierung, natürlich durch die Massenmedien mit Fernsehen alle Leute auch zu erreichen. Ja, Massenmedien, Fernsehen ist heutzutage immer noch ein sehr, sehr großer Fakt, der Leute beeinflusst in ihrer Wahlentscheidung oder generell beim Wählen oder in ihrer Meinung, wie sie sich die Meinung bilden, und viele Leute denken gar nicht nach, die plappern einfach das, was in der Glotze ist, hinterher. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir jetzt heutzutage im Jahr 2019 mittlerweile so weit gekommen sind, dass es vielerorts VDSL 50 oder VDSL 100 gibt, was immer noch lächerlich im Vergleich zu Amerika ist. Ziel müsste es eigentlich der Regierung sein, die Internetgeschwindigkeit
flächendeckend. Das heißt, wir sind jetzt hier, in unserer, Netzblase in Berlin. Hier gibt es relativ viele Internetanbieter, die auch untereinander konkurrieren, weil die Personendichte in Berlin sehr hoch ist und dadurch der Markt auch sehr groß ist. Wenn man das jetzt mit Brandenburg vergleicht, also Berlin hat gerade aktuell 3,4 Millionen Einwohner, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich mir nicht ganz sicher, könnt ihr mich auch korrigieren in den Kommentaren, falls ich da falsch liege. Auf jeden Fall, wenn man das mit Brandenburg vergleicht, die dann an der Fläche gerade mal 2,8 Millionen Einwohner haben, also deutlich weniger. Und man dann sagen kann, okay, boah, da fehlt halt einfach eine Million Menschen und dabei sind die in so einer großen Fläche verteilt. Da ist es halt wirklich so, wenn man in den Norden rausfährt von Berlin, in die Uckermark, in Richtung Pritzwalk oder in Richtung Eberswalde oder in Richtung Templin oder Bad Freienwalde, das sind so der Nordostbereich von Berlin oder Brandenburg, da findet man nichts. Da kann man Glück haben, wenn es irgendwo zentral in den Kleinstädten irgendwo einen Schaltkasten von der Telekom gibt. Auswahl gibt es da sowieso nicht, weil weder Vodafone noch Unity Media dort ausbauen und man hat dann einfach gelitten. Wenn man da auf dem Dorf wohnt, hat man kein schnelles Internet und ist eigentlich schon der Abgehängte, so wie das in den Medien heißt. Wenn man das jetzt wieder mit Amerika vergleicht, wo an der Universität in Washington einfach 10 Gigabit anliegen, also nur damit man das mal vergleichen kann, ja, 1000 Mbits sind 1 Gigabit, ja, und in Deutschland werden diese 1 Gigabit nicht mal flächendeckend erreicht, weil dafür müsste man Glasfaser verlegen. Glasfaserkabel sind sehr teuer und die sind sehr, sehr schädigungsanfällig, also die können leicht brechen. Jeder, der so ein Glasfaserkabel schon mal in der Hand gehabt hat, der sieht dann da diese orangenen Stecker, dann gibt es den LC-S-Anschluss oder SC-Anschluss und wenn die nicht richtig drin stecken, dann kommt halt nichts durch und wenn man da rauftritt oder das halt knickt, dann ist es kaputt und dann ist halt die ganze Verbindung im Arsch. Deswegen ist es halt auch im Bereich von vielen Universitäten oder auch der Technischen Hochschule von Berlin so, dass die ihre eigenen Glasfaseranschlüsse sogar gelegt haben, weil die Internetanbieter, also sei das Telekom, Vodafone, Unity Media oder sonst wer, gar kein Glasfaser bis in die Häuser verlegen, weil das denen einfach zu teuer ist. Da fehlt einfach der Anreiz von der Regierung zu sagen, wir wollen Internetland Europas werden. Da müsste es einen Ausbau geben, da müsste krasse Förderung reinkommen, da müssten Gelder fließen, damit einfach flächendeckend, wenn ich hier in Berlin keinen ordentlichen Internetstandort finde, dann habe ich als Firma schon massiv gelitten und weiß gar nicht, wo ich hin soll. In Brandenburg würde ich mich dann natürlich gar nicht ansiedeln und deswegen haben wir auch hohe Arbeitslosenzahlen in Brandenburg oder in Sachsen, weil dort die Leute einfach auch schlechte Anbindungen haben. Ja, weil theoretisch gesehen könnte natürlich auch eine Firma wie Audi oder VW oder nehmen wir mal den Siemens-Konzern, der jetzt hier in Berlin ja ist, der könnte ja auch sagen, hey, Berlin ist mir eigentlich von den Mieten viel zu teuer mit den ganzen Geländen hier. Ich spare mehrere hunderttausend Euro im Jahr an Miete, wenn ich einfach aufs Land ziehe, dort kaufe ich mir ein billiges Grundstück und baue dort einfach meinen Standort neu auf und brauche ja nur schnelles Internet. Das würde Arbeitsplätze in den Bereichen schaffen und das würde natürlich dann auch den Leuten eine Perspektive geben, wenn dort halt große Firmen sich ansiedeln würden. Das ist natürlich ein Problem und dementsprechend kann ich nur sagen, ja, schnelles Internet ist wichtig und wir haben uns in Deutschland, ist es ganz, 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 ganz langsam. Also wir befinden uns hier unten, Amerika ist hier oben und Schweden ist hier ganz oben. Ja, da haben wir uns ein bisschen entwickelt, aber da muss einfach viel, viel mehr kommen. Jetzt kommen wir auf das Thema neben der Geschwindigkeit, also der technischen Ansicht, auf meine persönliche Meinung zum Thema, war das Internet früher besser? Und da muss ich einfach sagen, ja, das Internet war früher besser. Es war einfach viel, 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 viel besser. Früher war das Internet so strukturiert, dass nur die Leute, die sich auch wirklich mit dem Computer auskannten, online gekommen sind. Das heißt, dieses mit Handy-Internet oder mit dem Laptop oder mit so einem gammeligen Tablet, diese ganzen Menschen, die so in der U-Bahn sitzen oder in irgendeinem Café und hip und cool und ihre Latte Macchiato fressen, trinken, ja, die gab es früher einfach nicht. Das waren alles die, ich sag mal, Offline-Spinner, die dann noch in die Bücherei gegangen sind und ihr Buch gelesen haben, während ich dann schon am Rechner gesessen habe und halt krass Counter-Strike Source gezockt habe und mich darüber gefreut habe. Genauso wie ich noch über die alte ESL mich gefreut habe. Auch die Community, die man dann damals halt hatte, die war einfach aufgrund der Verfügbarkeit des Internets viel, viel kleiner. Dadurch war auch die Beziehung unter den einzelnen Menschen, die sich dann im Internet kennengelernt haben, viel, viel, viel stärker, was ich halt sehr, sehr gut empfand. In meiner Jugend, also wenn man jetzt mal so 15 Jahre zurückgeht, habe ich sehr, sehr viele gute Bekanntschaften gemacht über das Internet, sehr, sehr lange Freundschaften gepflegt über mehrere Jahre und heutzutage habe ich zu diesen Leuten auch noch Kontakt, meistens dann nur noch jetzt über Facebook, weil man sich halt dann doch durch verschiedene Interessen, heißt andere Spiele gespielt oder man hat dann doch irgendwie, der eine ist weggezogen aus Berlin, der andere, der hat eine Ausbildung angefangen und hatte dann weniger Zeit, der andere ist geheiratet und hat eine Frau und Kinder und dann hat sich das halt alles so ein bisschen verflogen, aber man hat trotzdem noch Kontakt
Kontakt zueinander. Und da ist einfach dieser, dieser Effekt, wo ich dann, wo mir viele Leute dann immer sagen, du, Ozok, ich schwöre, ich habe dich das letzte Mal 2006 gesehen, aber ich erinnere mich noch an dich. Du bist so einprägsam gewesen. Ich habe dich, ich kann dich nicht vergessen. Du bist voll der coole Typ gewesen. Wir haben damals die ganze Zeit Warcraft gespielt, übersatt und so, voll geil. Und da denke ich mir halt so genau dieses persönliche Gefühl, also dass man sagt, man war so eine Zocker-Community in den Spielen. Meistens, früher gab es eine große Call of Duty-Community. Ich war damals in der Counter-Strike-Source-Bereich sehr, sehr aktiv gewesen. Damals hatte die ESL vielleicht 500, 600 Clans gehabt, also Electronic Sports League. Falls ihr das kennt, verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Könnt ihr auch nochmal aufklicken, auch meinen alten Account. Der hat jetzt mittlerweile, ist einer der ältesten Accounts auf der ESL-Seite, hat über 20 Jahre Mitgliedschaft. Die ESL gibt es seit 25 Jahren, also ich habe fast die gleiche Verweildauer in der ESL wie der Erfinder der ESL. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. The Flyer, glaube ich, heißt der. Ja, und auf jeden Fall ist es halt so, dass die Community und auch die, ich will es nicht sagen Hacker, aber die Gaming-Bereiche waren früher halt anders. Ich weiß noch, ich war damals 12, 13 und ich konnte mir einfach keine neuen Computerspiele leisten. Da war es dann einfach so, es gab irgendeinen auf dem Schulhof, der war genauso klug wie man selber. Man hat dann irgendwie sich übers Internet, über Kazaa oder Emule, über die Tauschbörsen dann die Softwareprodukte rübergeschickt. Dann hat man da das Diablo 2 geholt und dann gab es die Webseite megagames.com und da gab es den No-CD-Crack. Also musste man keine CD mehr einlegen und schwuppdiwupp konnte man ein Spiel spielen gratis, ohne dafür einen Cent zu bezahlen und wurde auch nicht erwischt, weil das Internet damals einfach nicht kontrolliert wurde. Das war einfach frei und jeder konnte das machen, was er wollte. Natürlich wurden damit auch Spielefirmen geschädigt, weil ich einfach gratis gezockt habe. Aber mein Gott, Alter, ich war ein 12-jähriges Kind, wo soll ich mit Geld hernehmen, um mir jeden Monat für 50 Euro ein Spiel zu kaufen? Hier, spinnt doch wohl. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich sage, diese ganzen großen Community-Bereichen und auch die Webseiten, die es damals dann gegeben hat, das fing ja auch mit den ersten Browser-Games damals an, da waren die Menschen, die damals im Internet gewesen sind, viel, viel aktiver darauf fokussiert, mit anderen Menschen über das Internet Kontakt zu haben. Also dieser soziale Kontakt, der sich durch das Internet eröffnet hatte, der war halt viel, 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 viel größer, als er heutzutage ist. Heutzutage meldet man sich bei Tinder an und dann hier, ah, Match, hier die, hier ich bin ein Mann, da sind fünf Frauen, geil, 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 geil. Die ist ein bisschen dick, egal, geil, 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 geil und so weiter. Ja, und da ist halt eine Anonymität mittlerweile da, wo man sagen kann, okay, die ist halt eigentlich schon wieder schädlich. Deswegen auch hier meine Meinung, ist das Ganze zwiegespalten, wie ich ja am Anfang sagte. Man kann nicht sagen, das Internet war früher besser in vielen Dingen, also in der Technik definitiv nicht. Da war es scheiße. Mittlerweile ist das Internet aufgrund der technischen Geschwindigkeit besser geworden. Was den sozialen und den emotionalen Aspekt vom Internet angeht, ist es schlechter geworden. Und somit hält sich das Ganze in so einem Mittelmaß. Viele Sachen, die man heutzutage im Internet sind ja auch eigentlich nur noch Fremdscham, was man sich halt auch so auf YouTube anguckt. Ich meine, so was da so trendet, sei das jetzt hier so ein Lilano oder so ein Gurkensohn, also tut mir leid, also von denen halte ich halt überhaupt nichts. Das sind sehr, sehr dumme Menschen und ja, dumm kommt aber halt gut an, weil sich das auch die Leute, die früher Assi-TV geguckt haben, halt immer gut geben wollen. Ist natürlich meine persönliche Meinung, gibt wahrscheinlich andere Leute, die das anders sehen. Trotzdem kann man aber sagen, dass das Internet so im Gesamtbereich sich verbessert hat. Heißt also, wir haben jetzt so einen Schwung, so 60-40. Es ist 10% besser, als es früher war. Und für, also 60% und 40% ja, halt 10% schlechter, als es früher war. Und ja, meine Hoffnung ist natürlich jetzt für die Zukunft oder auch für die nächsten Jahre, dass dieser Aspekt, den es ja mit Facebook oder mit den anderen Social-Media-Contents gegeben hat, dass dieser, der jetzt auch wieder in so eine Anonymität gerade reinfließt, doch wieder eher in diese Anfänge des Internets, in die Anfang der 2000er, 2001, 2003, 2004, vielleicht doch wieder hinrückt, weil die Leute lernen ja dazu, die werden erwachsener, die haben andere Interessen oder wollen dann doch sich menschlich mit anderen Personen auseinandersetzen. Da hoffe ich, dass sich das Internet wieder ein bisschen in die alte Zeit zurückentwickelt. Ich persönlich bin momentan, so wie ich das Internet kenne, sehr zufrieden, weil ich halt sehr, sehr viele Kumpels und Freunde habe, auch Bekanntschaften, die ich über das Internet kennengelernt habe, die ich aber auch im Real Life, also persönlich kenne und mit denen ich mich schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal getroffen habe, auch schon mal einen Urlaub mit denen verbracht habe und man ist halt auch älter geworden. Ich meine so, ich werde jetzt 33 und ja, wenn man halt diese Kumpels und Kollegen seit
mindestens 10 Jahren kennt, weil man so lange schon mit denen zusammen zockt, dann ist es doch schon ein Zeichen, dass man da irgendwie entweder einen Eindruck hinterlassen hat oder die Freundschaft, die man über das Internet aufgebaut hat, sei das jetzt einfach nur eine kumpelhafte Freundschaft, eine Zockerfreundschaft oder so eine richtige, hey, wir sind hier, bam, Kumpels, Freunde, ja, so, dass man sagt, ey, ich hätte jetzt ein Problem, ich hatte einen Autounfall, kann ich bei dir übernachten, mein Auto ist Schrott, ich komme nicht weg. So eine Freundschaft, sage ich jetzt mal, dann ist das schon was wert, wenn man so lange Kontakt zu anderen Leuten hat. Da ärgert einer die Enten. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das meine Meinung zum Thema Internet. Falls ihr die gleiche Meinung habt, dass ihr meint, dass das Internet, also technisch oder halt emotional, dass das technisch besser geworden ist und emotional schlechter oder andersherum, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare rein und dann können wir darüber ja mal diskutieren, was ihr dazu für eine Meinung habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn das Video euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Nee, gebt keinen Daumen nach unten, gebt einfach einen Daumen nach oben. Ja. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Das war's ansonsten für heute. Ich guck mal, was das nächste Thema ist. Fällt mir bestimmt noch ein. Am Sonntag gehe ich auf die IFA und lade oder mache dort noch ein Video über die internationale Funkausstellung hier in Berlin. Da findet ihr mich dann auf meinem Hauptkanal, auf OSOG.OD, zum Thema halt Technik und Internet und was so die neuen Standards so bringen. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Also, bis dann. Euer OSOG. Ciao.